Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kleinen, aber feinen Kanal. Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Heute schauen wir uns an, was kann die tapfere Knappe, wie kann man sie am besten perken und was sollte man beachten, wenn man sie spielt. Das alles heute in diesem Video. Das heißt, wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, wo ich Shop-Waffen vorstelle, dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Ich habe übrigens schon ein paar Shop-Waffen vorgestellt, alles mit dem Titel Was kann? Und dann könnt ihr einfach den Namen bereits eingeben und dann werdet ihr das bestimmt auf meinem Kanal finden. So, wir gehen jetzt mal in die Skizzen rein, schauen uns die tapfere Knappe mal an, wie ich sie geperkt habe und schauen uns mal an, welche Besonderheiten hat sie. So, ich habe sie natürlich schon am Start. Hier könnt ihr auch schon mal sehen, wie sie geperkt ist. Ich habe eine Crit-Wertung dabei, einen Crit-Schadens-Perk, einmal das Element Physisch, dann Nachlade und einen Damage-Perk. Was ich gleich mal hier vorweg sagen kann, bevor wir auf die Kernvorteile eingehen, ihr solltet bei dieser Waffe beachten, ihr habt maximal eine Kugel im Magazin, dann müsst ihr nachladen. Und dementsprechend, wenn ihr keine 3 Sekunden warten wollt, ehe ihr nachgeladen habt, würde ich euch hier wirklich diesen Nachladeperk empfehlen. Der sorgt einfach dafür, dass ihr 1,5 Sekunden Zeit habt. Ich glaube, 3,6 sind es, glaube ich, wenn ihr ohne Perk spielt, aber das nur am Rande. Würde ich euch empfehlen. Ansonsten, hier hat man noch die Möglichkeit, nochmal einen weiteren Crit-Schadens-Perk mitzunehmen. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich bin mit dieser Konstellation der Perks generell zufrieden. Ich hatte, glaube ich, in keiner Sekunde tatsächlich Probleme gehabt mit der Waffe. Natürlich kann ich hier kurz eine Sache erwähnen. Gegen physische Hüllen macht die natürlich deutlich mehr Schaden als gegen Elementare. Wenn ihr natürlich mehr Schaden gegen elementare Gegner machen wollt, nehmt den Energieperk mit. Ansonsten bin ich mit dem physischen Perk eigentlich auch recht zufrieden gewesen und ich konnte relativ gut mit der Waffe arbeiten. Was übrigens ganz lustig ist, die Waffe kann zweimal auf Crit, also dreimal insgesamt auf Crit-Schaden geperkt werden, wie man hier sehen kann. Aber ich empfehle euch, das nicht zu tun. Dadurch wird die Waffe nur schlechter. Ich muss sagen, das kann ich auch gleich mal vorweg sagen, ich habe mal gekrittet und 300.000 Schaden gemacht, was relativ solide ist. Natürlich werdet ihr damit keine Smasher One hitten, aber Standardhöhlen und normale Höhlen sind dort entsprechend kein Problem. Jetzt kommen wir einfach mal zum Kernvorteil. Welche Kernvorteile könnte ich hier empfehlen? Hierbei gibt es tatsächlich nur einen tatsächlich, den ich hier empfehlen kann. Und zwar diesen hier: Deine Kugeln verteilen bei Treffern Schrapnelle, dass 40% des Schadens in einem Kegelbereich hinter dem Ziel verursacht. Abklingzeit 1,5 Sekunden und da kommen wir auch gleich mal auf die Nachladezeit unserer Waffe. Die hat nämlich auch 1,5 Sekunden Nachladezeit. Dementsprechend passen die zwei, dieser Kernvorteil als auch die Nachladezeit recht gut zusammen. Daher ist Nachladezeit dann auch hier recht gut tatsächlich. Jetzt noch zu einer Besonderheit. Wir haben etwa einen Einschlagwert von 7800. Und dementsprechend können wir damit gut die Gegner weghauen. Würde ich hier empfehlen, nochmal einen Einschlagsblock mitzunehmen? Eigentlich nicht. Die Waffe kommt hier recht gut zurecht. Tatsächlich, ihr könnt auch sehen, wir könnten eigentlich rein theoretisch zweimal Einschlag nochmal rauf machen, 120% nochmal dazu packen. Aber das braucht die Waffe nicht. Und ich würde sagen, wir steppen einfach mal eine Mission rein. Ich kann ja auch hier mal nochmal kurz meine Variante zeigen. Die ist schon fast kaputt. Ich hatte davor schon ein Video gemacht, wie wir dann mit dieser arbeiten. Ja, und wir gehen jetzt einfach mal rein und schauen uns das an. Und ja, bis gleich. So, meine Freunde, damit sind wir jetzt in der Zone drin. Und bisschen viel Qualität können wir ja hier nochmal sorgen. Und wir würden auch einfach mal anschauen. Hier natürlich erstmal im ersten Moment, wir gehen mal auf einer erhöhten Position, damit die Zombies uns mal nicht abfacken. Ja, hops. Mal hier hin. Sollte ja kein Problem sein. Und ja, wir schauen uns mal kurz den Schuss an sich. Ihr könnt sehen, relativ langsam nachgeladen. Wie gesagt, wenn keine Nachladezeit dabei ist, dann dauert das Ewigkeiten. Dementsprechend empfehle ich euch wirklich, diesen Perk mitzunehmen. In Kombination mit anderen Waffen natürlich würde ich euch hier ein LMG empfehlen oder auch einen Raketenwerfer. Aus einfachen Gründen, wenn ihr bestimmte Hüllen habt, die halt eine Menge aushalten, dann werdet ihr mit der tapferen Knappe nicht weiterkommen. Da ist dann also deutlich angenehmer, nochmal eine Waffe dabei haben, entweder gegen eine Masse zu kämpfen oder halt einen Gegner relativ schnell zu eliminieren. Da würde so natürlich auch eine andere Pumpgun natürlich deutlich besser sein. Aber wir wollen uns jetzt natürlich die tapfere Knappe anschauen. Und hier könnt ihr erstmal sehen, wir ballern die Kollegen weg.
Und wir gritten natürlich auch und haben natürlich auch die schöne Sache. Wir haben bei der Streuung natürlich auch noch den Einschlag trotzdem noch bei den Gegnern. Auch wenn man hier, wie gesagt, sehen kann, ich treffe manchmal überhaupt nicht. Entweder ist es die Waffe oder mein Aim ist generell beschissen. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen. Aber ihr seht auch, ich aim eigentlich nicht ran. Ihr könnt das, wie gesagt, wunderschön aus der Hüfte machen können. Aus der Hüfte schießen. Glück, dass hier noch ein paar Bäume sind. Oder die Hexe nicht drauf klarkommt. Ich frage mich gerade, wie ich den Kollegen kaputt gemacht habe. Das hat mich auch bei der Donnerkeil tatsächlich schon ein bisschen interessiert. In Kuften. Hatte ich nämlich mit der Donnerkeil geschossen. Eine Höhle vor mich und habe einen Boden unter mich kaputt gemacht. Unter mir. Was dann natürlich nicht so optimal war. So, wir haben jetzt hier natürlich noch den einen oder anderen Gegner am Start. Wir können das ja einfach hier nochmal... Ich hoffe, wir haben den Kollegen gekillt. So, ihr könnt hier sehen. Wir haben auch, wie hier sieht man auch den Einschlag recht gut. Machen mal das hier auch hin. Dann mache ich den hier. Dann... Ja, ihr seht schon, Massenvernichtung gegen kleinere Höhlen. Ja, die haben einfach keine Chance. Ja, man muss natürlich treffen. Zwerghöhlen haben keine Chance. Und hier, zweiter Hit. Einschlag wird sie weggeworfen, der Kollege. Funktioniert doch hier eigentlich alles relativ gut tatsächlich. Wir haben jetzt hier natürlich auch gleich mal einen Laserbrudi. Bei dem können wir das ja auch gleich mal ausprobieren. Ja, ist gar kein Problem. Ich will eigentlich das Video machen und nicht meinen Ping anschauen. Aber er scheint wieder in Ordnung zu sein. Oder weiß ich auch nicht, was da gerade passiert ist. Ich habe schon wieder die Hülle neben mir gekillt. Also so langsam habe ich das Gefühl, dass das ein Bug ist. Und es ist ein Feature, kein Bug. Bethesda. Zu Starfield. Alter, das... irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der gleich hier angreift. Das Wildschwein. Hallo, hier bin ich. Ja. Und man kann ganz gut sehen, wir konnten die Gegner recht gut eliminieren. Na? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Los, Wildschwein. Ja, macht schon Spaß tatsächlich. Auch mit diesem Einschlag. Natürlich kann man die Waffe auf Einschlag pirken. Dann würde man sie häufiger wegwerfen. Aber im Großen und Ganzen müsst ihr mit der Pump was killen. Und ich muss sagen, ich war am Anfang tatsächlich dieser Pumpgun relativ... unzufrieden von der also ich fand sie relativ scheiße, lag aber vielleicht auch daran, dass ich die einmal auf Crit-Wertung und dreimal auf Crit-Schaden geperkt habe. So wie sie jetzt ist, kann ich sie eigentlich jedem empfehlen. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann natürlich in einem anderen Video wieder. Bis dahin, Leute, und ciao.